Hallihallo! In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Logarithmengleichung lösen kann. Und wir haben da einiges vor, denn wenn wir uns das schon mal anschauen, sehen wir, dass auf der linken Seite der Logarithmus zur Basis 4 steht und auf der rechten Seite haben wir die Basis 16. Das sind unterschiedliche Basen und damit können wir nicht sonderlich gut rechnen. Deswegen würden wir die Basen mal wechseln in eine Basis, die uns gut gefällt. Zum Beispiel der ln ist so ein Logarithmus, der ist schön klein, kompakt, mit dem hat man es noch schön übersichtlich, wenn der in der Gleichung steht. Das dürfen wir machen, denn Basen darf man wechseln, wie man möchte. Nur man muss halt beachten, wie man es eben machen darf. Die Regel ist nämlich folgende. Ich darf mir den ln aussuchen und schreibe da jetzt den alten Teil, der hier innen drin stand, rein, 2 minus x, muss dann aber noch teilen durch, auch wieder den ln, wofür ich mich entschieden habe, von der alten Basis. So ist die Regel. Ich darf das in jede Basis umwandeln, wenn ich diese Regel befolge. Und das mache ich natürlich auch auf der rechten Seite, damit es einheitlich ist. Ich wähle also den ln als neuen Logarithmus, schreibe das alte, was da drin stand, rein und muss dann aber noch durch den ln von meiner alten Basis teilen. So. Jetzt sagen vielleicht einige von euch, naja, das hier ist jetzt eigentlich schlimmer als vorher. Ja, es sieht schlimmer aus erstmal, aber wir haben auf beiden Seiten jetzt den ln, also einheitliche Basen, und es ist erstmal das Wichtigste von allem. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir vereinfachen können. Die Teile, in denen ein x drin ist, damit können wir gar nichts machen erstmal, aber hier unten ist ein ln von 4. Das ist einfach irgendeine Zahl. Also ihr könntet die mit eurem Taschenrechner ausrechnen. Und auch ln von 16 ist auch einfach nur eine Zahl. Aber manchmal habt ihr ja gar keinen Taschenrechner oder dürft ihr den nicht benutzen. Deswegen gehen wir mal den Weg, wie man das umformen kann ohne Taschenrechner. 4 und 16 sind sich ja sehr ähnlich. Die 16 kann man nämlich schreiben als 4 zum Quadrat. Das ist uns ja bekannt. Und dann gibt es eine Regel beim Logarithmus, dass man Hochzahlen, die im Logarithmus stehen, die darf man vor den Logarithmus ziehen. Also dieses hoch 2 müssen wir nicht im Logarithmus stehen lassen, da wo er uns stört, sondern den können wir aus dem Logarithmus vorne dran schreiben mit einem Mal. Und jetzt sieht die Welt schon viel besser aus, denn wir haben auf beiden Seiten unten ln von 4. Wir können also mal ln von 4 rechnen. Und diese ln von 4 hebt sich auf beiden Seiten raus. Und dann wird das Ganze schon wirklich schöner, denn wenn wir jetzt noch mal 2 rechnen, dann hätten wir hier gar keinen Bruch mehr. Die 2 hüpft auf die andere Seite, also 2 mal ln von dem, was da eben stand. Und auf der rechten Seite ist wirklich nur noch der Zähler da, denn das durch 2 haben wir ja schon auf die andere Seite gebracht. Und das ist doch jetzt wirklich besser als vorher. Noch nicht perfekt, weil da ist immer noch der ln drin. Das habe ich uns jetzt mal auf die andere Seite hier geschrieben. Wie kriegen wir den ln jetzt weg? Die Umkehrfunktion zum ln wäre die e-Funktion, also e hoch unsere Seite. Da würde der ln wegfallen. Das passiert auf der rechten Seite ganz schön. Auf der linken Seite allerdings ist da noch diese 2 mal drin. Also ich würde noch nicht die e-Funktion anwenden, sondern ich würde noch einen Schritt vorher machen, damit wirklich nur der ln auf beiden Seiten einzeln steht. Das, was wir eben gemacht haben, dass wir eine Hochzahl rausgezogen haben, können wir jetzt auch andersrum machen. Wir können diesen Faktor, der hier vorne dran steht, in den Logarithmus reinziehen. Also statt, dass der hier vorne dran steht, können wir den Logarithmus als Hochzahl hier reinpacken. Also alles, was da vorher stand, diese 2 minus x, macht da schöne Klammer drumherum, denn auf alles muss jetzt diese Hochzahl, die wir da reinziehen, angewendet werden. Und auf der rechten Seite passiert erstmal gar nichts, die lassen wir so stehen, die passt soweit. Und jetzt haben wir auf beiden Seiten wirklich den ln stehen und als Umkehrfunktion können wir jetzt die e-Funktion anwenden. E hoch unsere Seite. Was passiert? Der ln fällt weg. Das löst sich also auf und nur das, was innen drin stand, bleibt da stehen. Das wäre dieses 2 minus x zum Quadrat und hier 13 minus 4x.
Und jetzt ist kein ln mehr da. Das ist eine ganz normale Gleichung, quadratische Gleichung, die wir lösen können. Hier, das würden wir mal auflösen, diese Klammer, mit der zweiten binomischen Formel. Die sagt ja, das da muss quadriert werden, also 2 zum Quadrat, das sind 4. Dann kommt ein Minus, 2 mal a mal b, also 2 mal 2 mal x, das sind 4x. Und dann kommt ein Plus und das da wird quadriert, das wird das x Quadrat. Auf der anderen Seite bleibt alles so stehen. So, das ist eine quadratische Gleichung, die wir lösen können. Die steht da wieder. Auf beiden Seiten würden wir mal plus 4x rechnen. Was passiert da nämlich? Jetzt gerade in dem Fall hebt sich das tatsächlich einfach mal raus, weil es auf beiden Seiten steht. Dann steht da nur noch 4 plus x Quadrat gleich 13. Und die lässt sich jetzt schön nach x auflösen. Wenn wir nur noch minus 4 rechnen, dann steht das x Quadrat alleine und hier 13 minus 4 sind 9. Als letzten Schritt ziehen wir noch die Wurzel. Da bekommen wir zwei Lösungen. Einmal die Wurzel aus 9 als 3 und einmal die minus 3, nicht vergessen. So, das sind zwei mögliche Lösungen. Wir müssen jetzt aber noch schauen, ob das auch wirklich wirkliche Lösungen für unsere Gleichung sind, ob die wirklich in die Lösungsmenge kommen. Schauen wir uns die Gleichung nochmal an, die ursprüngliche Gleichung und unsere beiden möglichen Lösungen. Beim Logarithmus ist es so, dass wir den Logarithmus nur aus positiven Zahlen ziehen dürfen. Die 0 geht auch nicht und negative halt eben nicht. Wenn wir das jetzt mal einsetzen und schauen, was da passiert, die 3 hier rein, dann steht da Logarithmus zur Basis 4 von 2 minus 3. Also da würde stehen Logarithmus zur Basis 4 von minus 1. Tudu. Negative Zahl funktioniert nicht, das heißt, die 3 ist gar keine wirkliche Lösung. Okay, wir hätten am Anfang auch die Definitionsmenge machen können zum Beispiel, aber man kann am Schluss auch einfach testen, ob die funktionieren. Dann schauen wir mal die minus 3 an, setzen wir sie ein und schauen, ob sie funktioniert. 2 minus minus 3 wäre 2 plus 3, also hier würde Logarithmus zur Basis 4 von 5 stehen. Das passt, ist was Positives, geht. Und auf der rechten Seite müssen wir das natürlich auch noch machen, den Logarithmus zur Basis 16 von 13 minus 4 mal minus 3. Das sind also plus 12 und da kommt auch was Positives raus und das funktioniert. Das heißt, die minus 3 ist unsere einzige Lösung und die käme dann auch in die Lösungsmenge rein. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt wisst, wie man vorzugehen hat. Immer schön die Lösungen am Schluss nochmal testen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch wie immer sehr gerne in den Kommentaren melden. Ansonsten bedanke ich mich noch bei all meinen Kanalmitgliedern. Vielen Dank, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!